Ich habe vorbereitet für euch ein schönes Workout, beginnt natürlich mit der Form, mit der Sehnen-Tau-Form und später dann wird es einen Schlagdrill geben und Kicks eingebaut und Knie eingebaut. Ich zeige euch zunächst erst, wie das Ganze vonstatten gehen soll und später werde ich euer virtueller Trainingspartner sein. Ich ziehe mir dann die Pratzen an und komme dann ein bisschen näher an die Kamera, ungefähr so. So dass ihr einen Übungspartner habt, in dem ihr dann diese Drills ausüben könnt. So, auf dem hier ist nichts zu sehen. Da haben wir 57 Leute schon live, das ist ja prima. Dann gucken wir mal. Jawohl, wir haben, ach Wahnsinn, die Sonja Hoffmann immer dabei, das freut mich. Wunderbar, Elke Schneider. Alexander Brunner, Nicole Prinz, Johannes Graser. Jawohl, da ist doch richtig was los heute Morgen. Da machen wir das auch nicht umsonst. Wir haben es ja für euch vorbereitet, jeden Morgen hier die ewige Ursache. Jeden Morgen um 8.30 Uhr mit einem Meister, meistens auch Schulleiter, die ein Workout vorbereitet haben für euch. Es geht jeden Tag um 8.30 Uhr los. Deswegen freut es uns natürlich, wenn die Leute auch zuschauen und dabei sind. Aus dem Norden haben wir hier der Cosimo. Hallo, das ist ja super. Stefan Fiege, Wahnsinn. Konstantin Lefterow, dann Kochmittags, die Inge, die Sonja, Markus. Wow, da ist ja richtig was los. Mein Monitor geht hier nicht. Deswegen werde ich den einfach mal zur Seite legen. Gucken wir darauf. Wunderbar. Aus dem Ruhrgebiet haben wir Zuschauer. Super, 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 super. Ja. Habt ihr schon mal einen Kaffee getrunken? Es ist kaum noch Zeit. Wir haben nur noch 2 Minuten, dann geht's los. Wenn nicht, trinken wir den Kaffee dann nach dem Workout. Dann seid ihr sowieso wach und der Kaffee hält euch dann fit für den Tag. So, wir haben Rolf Bayer. Ferras, jawohl. Thomas Hittmann. Konstantin Lefton, guten Morgen aus Wien. Oh, Österreich. Wunderbar, Österreich. Das ist ja wie die Eurovision hier. Aus der Schweiz und in Österreich. Alle Zuschauer sind dabei. Super. Schweden, ja, wunderbar. Und die Schweiz ist dabei. Thomas Herzog, guten Morgen auch aus Wien. Eugen Fuchshammer, hallo. Sonja Wieske, guten Morgen aus Troisdorf. Jawohl. Dirk Stolpe, oh Milde, guten Morgen steht hier, wunderbar, wunderbar, wunderbar. Carsten Messer, die ganzen Meisterkollegen, die wahrscheinlich auch schon dabei waren oder noch kommen. Super, super, super. Guten Morgen aus St. Pölten haben wir. Die Kimberger, ist bei mir in der Nähe, Richtung Mainz müsste das sein. Guten Morgen, freut mich, dass alle dabei sind. Cosimo Mief wünscht mir viel Spaß, vielen Dank, den werden wir hoffentlich alle zusammen haben. So dass es sich auch gelohnt hat für euch am Wochenende so früh aufzustehen und mit uns das Workout zusammen zu machen. So, ich sage es nochmal für alle, die jetzt neu zugeschaltet haben hier auf dem EWTO Facebook-Kanal. Mein Name ist Björn, ich bin der Schulleiter aus dem schönen Dieburg. Das ist im Landkreis Darmstadt-Dieburg. Ich bin seit 1994 dabei bei der EWTO. Ich habe den 5. Meistergrad. Diese Schule hier in Dieburg haben wir 1994 dann gestartet, sodass wir also hier schon über 25-jähriges Jubiläum haben. So, die Brigitte Schäfer ist auch dabei aus Dieburg, hier um die Ecke. Wunderbar, wunderbar. Okay, Frank Zindler auch in der Nähe. Alles Trainingskollegen, Trainingspartner. Ja, ich hoffe, dass wir uns bald mal wieder live sehen können dürfen und auch vielleicht auch mal anfassen dürfen, zusammen trainieren. Wir warten es mal ab, wie sich das Ganze noch entwickelt. Okay, dann lade ich euch ein. Wir beginnen mit der Form. Kennt ihr die Sehnen und Tau? Und los geht's. Ich verbeuge mich vor den Großmeistern, die hängen bei uns hier seitlich an der Wand. Und vor allen Schülern und Trainingspartnern, die mitmachen möchten. Okay, es geht los.
Wunderbar, vielen Dank soweit. Jetzt schauen wir ein bisschen, dass wir uns bewegen. Das heißt, wir haben für jeden Schlag oder für jeden Move eine Nummer vorgegeben. Ich mache sie erstmal hier, straight in die Kamera zu euch. Und dann drehe ich mich seitlich, dass ihr wisst, was auf euch zukommt. Also, wir fangen an. Okay. Die Nummer 1 ist V-Stoß Cross mit links, also eure linke Seite. Kamera müsste ja stimmen, weil wir haben die Rückkamera vom Handy, also links müsste links sein. Das ist, wenn man mit der anderen Kamera für Selfies filmt, oft umgekehrt. Bei mir müsste es jetzt stimmen. Links, Cross, 1. Der 2er ist der. Cross rechts. 3 haben wir mal benannt für einen Haken und 4 für einen Uppercut. Dann gibt es noch ein Kommando Knie, da werde ich nachher runtergehen mit der Pratze. Zack. Dann gebt ihr hier, von hier aus, ein Knie, boom, in diese Haltung rein. Dann haben wir noch Kick, dann hätte ich gerne einen Rundkick hier. Und Kick, Rundkick hier. Wenn ich nach vorne komme und nachher mit der Pratze diesen runden Move mache, hätte ich gerne, dass ihr euch abduckt, rauskommt und kampfbereit wieder seid. Also quasi ausweichen nach unten. Kurz runter in die Knie, hoch und ausweichen. Das hat den Vorteil, ihr werdet nicht getroffen. Und zweitens haben wir so einen kleinen Cardio-Fitness-Teil auch mit dabei. Wir werden vielleicht nachher noch Ellenbogen einbauen. Wir gucken mal, wie weit wir kommen. Ich habe noch so keine Erfahrung mit der Zeit, wie lange das dauert. Also ich zeige euch erst nochmal die Moves. Also 1, euer linker V-Stoß nach vorne. Pfum. Deckung bitte beachten. Rechts. Pfum. Links Haken. Pfum. Wieder Deckung. Okay, aufwärts. Pfum. Uppercut. Dann hätten wir gern Knie, das heißt Pfum, also richtig schön vor. Pfum, Knie in meine Haltung nachher rein. Pfum. Und Kick hätten wir gerne einen runden. Oder andere Seite. Pfum. Okay, ich drehe mich mal um. Wir machen es nochmal in die andere Richtung. Ich hoffe, ich bin zu sehen. Ich gehe mal ein Stück zurück. Okay, da kann ich mich auch sehen. V-Stoß links. Pfum. Ja, 1, 2, 3, 4. Dann kommt Knie, Kick und Kick und Kick. Okay, noch einmal. 1, 2, 3, 4, der hier und die Kicks. Okay, machen wir andersrum. Okay, 1, Cross. 2 mit rechts, Cross. 3 hätte ich gerne den Haken. 4 gerne den Uppercut. Ruhig aus dem Körper raus, von unten nach oben, durch die Streckung Kraft generieren. Dann kommt Knie. Und dann kommen die Kicks. Jawohl. Okay. Bei dem Haken hätte ich gerne, dass ihr die Kraft aus der Wendung holt, zusätzlich zu der Kraft, die ihr sowieso habt. Das heißt, ich mache diesen Haken und ich nehme den Körper mit, drehe auch schön ein, damit dann nachher was in der Pratze ankommt. Bei mir ja nur virtuell, weil ich die Pratze ja auf die Ferne halte für euch. Aber hier, wieder raus, und wieder raus, und wieder raus. Das hätte ich gerne hier. Und aufwärts, hier aus der Streckung in dem ganzen Körper, holt die Energie aus dem Boden und geht nach oben. Okay, bereit. Ich hole mir die Pratzen und dann bin ich euer Trainingspartner, virtuell. Und dann können wir starten. So, dann bin ich wieder in der Kamera. Okay, wir machen es erstmal ganz locker leicht durch. Die 1. Pum. Hätte ich gerne linken Cross hier rein. Und 2. Pum. Rechter Cross hier rein. Die 3. Ist ein Haken mit eurer linken Seite in meine gekippte Pratze hinein. Dann haben wir aufwärts Haken. Der ist bei euch jetzt mit der rechten Seite in meine Pratze rein, rechts. Dann hätte ich gern Knie. Das heißt, ihr kommt jetzt von hier und gebt das Knie hier rein, gedanklich. Dann gehe ich ein Stück zurück. Ihr kommt mit, gebt mir einen Kick in diese Pratze hier. Und wenn ich zurückgehe hier, hätte ich gerne den Kick da rein. Und bei diesem Move geht ihr runter und kommt wieder hoch. Also ich komme nach vorne in die Kamera, zack, runter und wieder hoch. Okay, wenn ich die Pratzen hier hinten habe, ist so ein bisschen Pausenposition, könnt ihr euch entspannen. Okay, bereit? Bereit, es geht los. Und 1,
Und nochmal, eins. Ihr macht euren V-Schluss da hinten rein. Und die zwei, cross rechts. Und die zwei. Und dann hätte ich gerne den Haken. Drei. Pum. Ich halte es ein bisschen höher, weil ich bin ein bisschen kleiner, damit ihr ein bisschen realistisch arbeitet. Hier oben. Pum. Haken. Dann aufwärts. Also, Uppercut. Und dann hätten wir gleich hier. Pum. Und Kick. Pum. Und Kick. Andere Seite. Pum. Jawohl. Jetzt kombinieren wir das Ganze. Okay? Und 1, 2, pum, pum. Zurück. Und nochmal. 1, 2, pum, pum. Und zurück. Und 1, 2, 3. 1, 2, 3. Und zurück. Und 1, 2, 3. Und zurück. Okay, es geht los. Weiter, 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 weiter. Und die 3, pum, haken. Und die 3, pum, haken. Und ducken, runter. Jawohl. Und 1, cross. 1, 3, pam, pam, gleicher Arm. Ja, cross links, pum, Haken links, pum. Und 1, 2, 3, 1, 2, 3. Jawohl, und runter, zack. Jawohl, ich gehe ein bisschen rum, bam, bam. Und 1, 2, pam, pam. Und 1, 2, pum, pum. Und 1, 2, 3. Jawohl, und 1, 2, 3. Pum, pum. Und pam. Okay, kurze Pause für euch. Ausschütteln. Ich hoffe, ihr kommt so weit mit. Wir müssen ja so einen Mix für alle schaffen. Wir haben Anfänger dabei, wir haben Vorgeschritten dabei, Mittelstufe. Wir haben vielleicht den einen oder anderen HG dabei, der Zuschauer. Wir haben Meister, die Zuschauer. Die möchten sich ja vielleicht auch alle bewegen. Deswegen nicht stressen lassen. Wenn ihr es nicht schafft und ein Schlag nicht ankommt, kein Problem. Wir machen das dann auch eine Weile. Los geht's. Okay, nochmal. Und Knie. Und weiter. Und Knie. Richtig hier rein. Volle Leute. Schön Hüften mit nach vorne nehmen. Bam. Ja, und Kopf schützen bei den Knie. Und nochmal. Und Knie. Jawohl. Okay. Zurück. Kick hier rein. Jawohl. Zurück. Und Kick hier rein. Und da abtauchen. Und nochmal. Und abtauchen. Und eins, zwei. Jawohl. Und eins, zwei. Pum, pum. 1, 2, 3. Jawohl. Und 1, 2, 3, 4. Jawohl. 3, 4. 3, 4. Und 3, 4. 3, 4. So, nochmal. 3, 4. Jawohl. Und Kick hier rein. Und Kick da rein. Jawohl. Und 1, 2. Jawohl. Und 1, 2, Achtung, runter, hoch und haken. Bumm. Jawohl. Und wieder. 1, 2, abtauchen und 4, aufwärts haken. Bumm. Jawohl, sehr gut. Guck mal, am Spitzen und runter, wenn du richtig mitmachen musst. Okay, weiter geht's. Alle bereit, alle wach. Und 1, 2, 3, bumm. Jawohl, richtig reinhauen. Und 1, 2, bumm. Der ist es, jawohl. Und Kick. Pum. Und einen Kick hier rein. Pum. Jawohl. Okay. Und 1, 2, 3. Jawohl. Pum. Jetzt kommen wir zum Ellbogen. Ich halte die Bratzen wieder so hin. Und dann sage ich Ellbogen. Dann hätte ich gerne einen diagonalen Ellbogen. Das heißt, wenn ich die Bratze hinhalte, hättet ihr eure rechte Seite. Eure rechte Seite macht Ellbogen in meinen rechten Bratzenarm und umgekehrt links. Euer Ellbogen macht das hier rein. Okay. Also Ellbogenschlag ist wahrscheinlich bekannt, so wie aus der Form für das Satz und für die Lahnsau. Schön zum Punkt. Okay, Ellbogen. Bumm! Jawohl. Und Ellbogen. Bumm! Jawohl. Richtig schön fest. Ja. Gebt richtig Gas. Wieder auch Ellbogen wieder ruhig mit der Rotation aus dem Körper Kraft holen und dass da richtig was rauskommt. Jawohl. Und Ellbogen. Bumm! Und Ellbogen. Bumm! Jawohl. Und abtauchen, Ellbogen. Jawohl. Wieder zurück. Und abtauchen, Ellbogen. Und zurück. Und 1, 2, 3. Jawohl. Wieder zurück. Und 1, 2, 3. Jawohl.
1, 2, 3, 4. Und Kick. Und Knie. Und Ellbogen hier rein. Und Ellbogen hier rein. Und zurück. Jawohl. Und nochmal. 1, 2, 3, 4. Kick. Fum. Kick. Fum. Knie. Abtauchen. Ellbogen hier. Ellbogen hier. Okay. Prima. Sehr schön. Ist ein bisschen schwierig, wenn man kein Feedback hat, wenn man vor die leere Halle hier trainiert. Deswegen ist es schwierig, das Ganze einzuschätzen, wie weit die Leute mitkommen. Aber ich hoffe, es hat euch ein bisschen Spaß gemacht bis hierher. Wir werden jetzt noch ein bisschen was Traditionelles machen. Und zwar eine kleine Wiederholung von Sifu Werner. Der hat am Samstag vor einer Woche das EWTO-Workout geleitet aus Frankfurt. Und ich möchte gerne das Ganze nochmal wiederholen, weil das sind so die Basics, die wir sowieso immer brauchen, die ich auch in meinem normalen Live-Unterricht fast jedes Mal mit einbaue. Okay. Wir gehen in den Formstand, in den Liras. Wir starten mal alle mit dem Mansa Musa und mit der linken Hand vorne. Na, ich sage im Unterricht immer, alle starten mit links, damit ich es dann kontrollieren kann, wenn jemand ausbüchst oder falsch rumwendet. Das entfällt leider heute. Ich sehe zwar eure Kommentare, ich sehe hier Daumen hoch, Herzchen und so weiter. Aber leider sehe ich nicht, wenn sich einer falsch umwendet oder korrigieren entfällt. Also, Mansa Musa, links ist vorne, rechts ist hinten. Vordere Hand wird zu einem Tansau. Hintere Hand wird zu einem Vorstoß. Pum. Machen wir erstmal trocken, ohne Wendung, einfach erstmal stehen. Tanzo, Vorstoß. Tanzo, Vorstoß. Also die Anfänger, das heißt Schülergrad 1, 2, 3, dürfen gerne ganz ruhig alles nacheinander machen. Machen erst den Tanzo, machen den schönen, machen den Vorstoß. Ab 4. Schülergrad, 5. Schülergrad, da beginnt ja die Mittelstufe, da beginnt das Programm der Gleichzeitigkeiten. Das heißt, da wäre der Wunsch an den Schüler, oder die Aufgabe an den Schüler, das Ganze gleichzeitig zu machen. Das heißt, nicht erst den Tansau und dann schlagen, sondern das Ganze auf den Punkt gleichzeitig zu machen. Also sucht euch aus, welchen Level ihr habt. Vielleicht wollt ihr den Level auch mal tauschen, Leute, mal ein bisschen über den Teller anschauen und da die Gleichzeitigkeit schon machen. Oder vielleicht möchte auch ein Meister mal nacheinander arbeiten. Ist auch kein Problem. Okay. Tansau, Vorstoß. Tansau, Vorstoß. Das Ganze jetzt mit Wendung. Tansau wird eine ziehende Bewegung absorbiert. V-Stoß, Pum, zum Ziel. Andere Seite, Tansau, V-Stoß. Pum, Pum. Eins, zwei, eins, zwei. Bitte aufpassen, dass euer V-Stoß-Ziel Front ist, dass es nicht so aussieht. Also falsch ist, sowas hier. Ja, wenn jemand auf euch zukommt, gibt euch hier einen Druck, ihr absorbiert den, nehmt den Aufweg, den Körper wendet den weg, dann steht er ja vor euch, der steht ja nicht hier. Deswegen bitte nicht dann so einen V-Schuss dorthin machen, weil dann würdet ihr ins Leere hauen. Ihr wollt ja denjenigen treffen und euch dafür bedanken, dass er euch angegriffen hat. Bumm. 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 Mal euch böse gucken dabei und move. Körper. Bumm. Eine. Und wichtig, Sifu Schön sagt immer Motor an. Das ist das Allerwichtigste. Wenn ich mich verteidigen muss, wenn ich eine Übung mache, immer durch Mindset erstmal das hier oben anmachen und Motor. Das heißt, die ganze Maschinerie ist eher in Spannung. Füße, Beine, Hüfte, alles hat Spannung, dass es nicht so irgendwie hier oben rumwackelt. Okay? Ein Ruf und der nächste. Okay, nächster Move ist Garnsau, ist dann hier wieder die ziehende Bewegung, absorbierend, und V-Stoß geht ins Ziel. Wieder von hier aus. Der linke Vordere wird der Garnsau, rechts V-Stoß. Dann so bleiben vielleicht gleich mal, dann wechseln wir auf die andere Seite, Garnsau, V-Stoß. Push! 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 Na, ich mache schon von lauter Verzweiflung Geräusche, weil hier nichts los ist in meinem Trainingsraum. Keiner ist da, normalerweise bewegen sich die Schüler. Also, Tansau, V-Stoß, wenden. Tansau, V-Stoß, wenden.
ganzer Vorstoß, Wendung. Dann ganzer Vorstoß, Wendung. Und ihr werdet es erahnen, was jetzt kommt. Parksau, absorbierend, Vorstoß. Parksau innen, das. Und dann sind wir wieder hier. Okay, also nochmal alle zusammen, ganz langsam. Tarnsau, Vorstoßwendung. Dann Tarnsau, Feld, Vorstoßwendung, andere Seite. Dann bleibt er hier wie eingefroren. Gansau, Vorstoß, Wendung. Gansau, Vorstoß, Wendung. Aufnehmen, Parksau, rauswenden, pum. Hier aufnehmen, rauswenden, pum. Wieder neutral. Okay, noch einmal langsam und dann machen wir ein paar Moves ein bisschen zackiger. Was mir jetzt fehlt, ist einfach ein Trainingspartner, um das zu zeigen, wofür diese Anwendung gedacht werden könnte oder gedacht sein könnte, besonders für einen Anfänger. Das werden wir irgendwann nachholen. Vielleicht gibt es irgendwann mal Videos, wo ich das mit meiner Frau zeigen kann, damit man sich ein bisschen, gerade als Neueinsteiger, das ein bisschen besser vorstellen kann. Alle anderen wissen Bescheid für die Anwendung. Vielleicht kriegen wir es irgendwann hin. Okay. Langsam. Langsam. Ganz so. Und ganz so. Pack so. Pack so. Okay, jetzt geben wir ein bisschen Gas. Ich komme mal ein bisschen näher, dass wir das sehen. Ich denke, bis hierhin kriegt man alles auf die, aufs Bild. Monitor sieht gut aus. Okay. Pum. 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 Okay, noch einmal. Tarnsau. Tarnsau. Ganz so. Ganz so. Pack. Pack. Okay, denkt dran. Spannung, Motor an. Bereit sein. Ne? Füße müssen vielleicht dann laufen, müssen wenden, müssen kicken. Alles anmachen. Nicht nur hier oben, alles komplett an. Bereit. Pum. Okay, alles an einer Spur hintereinander. Tarnsau, Vorstoß, Tarnsau. Bam, 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 bam. Und wieder zurück. Okay. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Und noch einmal. Eins, zwei, eins, zwei, eins, zwei. Und ein letztes Mal. Bam, 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 bam. Und ein allerletztes Mal. Nicht verrückt machen, wenn ihr Anfänger seid, erster, zweiter, dritter Schülergrad und es ging jetzt ein bisschen schnell. Ihr habt die Zeit in der Schule, erstmal nur eine Bewegung zu machen. Ihr kriegt von einem Schulleiter die Zeit, die zweite Bewegung zu machen und so weiter. Und wir müssen ja hier ein bisschen eine größere Zielgruppe bedienen. Alle, die dabei sind, müssen ja irgendwas von dem Workout haben. Okay, das war's für mich von heute. Ich bedanke mich, dass ihr alle so zahlreich dabei wart, dass ihr die Kommentare geschickt habt, dass ihr Herzchen geschickt habt und Daumen hoch und so weiter. Mir hat es Spaß gemacht, obwohl es ganz früh morgens am Wochenende ist und man vielleicht da eher bei Kaffee und Kuchen zu Hause sitzt. Ich bedanke mich, dass ihr mitgemacht habt. Morgen um die gleiche Zeit, wieder 8.30 Uhr, wird Svante König, also Lady Power morgen, Sifu Svante König aus dem Bereich Kassel-Baunatal, hat sie mit ihrem Mann zusammen mehrere Schulen für euch da sein und das Workout leiten. Seid wieder mit dabei, morgen früh, 8.30 Uhr, gleicher Kanal, EWTO Workout mit einer Meisterin. Und dann bleibt mir noch zu sagen, vielen Dank, bleibt zu Hause, bleibt gesund. Wenn ihr zu Hause bleibt, kann Leben retten. Wir bedanken uns und ich abgrüße. Verabschiede mich vor den Großmeistern, die hier an der Wand und vor allem, die mitgemacht haben, teilgenommen haben, zugeschaut haben. Vielen Dank, bleibt gesund, wunderschönes Wochenende, bis zum nächsten Mal. Dankeschön, tschüss.